ist ein voll geländegängiges und damit unersetzbares Unterstützungsfahrzeug der Instandsetzungskräfte des Bataillons, die für Hebearbeiten, stationären und mobilen Krambetrieb, zum Abschleppen von Radfahrzeugen sowie zum Bergen von Rad- und leichten Kettenfahrzeugen einsetzen. Kranarbeiten auf schiefer Ebene sind bis 9% Geländeneigung möglich. Der leichte Fahrzeugkran verfügt freistehend über eine Traglast von bis zu 7 Tonnen und ist somit in der Lage, große Mengen an Material umzuschlagen oder ein defektes Triebwerk eines Kampfpanzers innerhalb kürzester Zeit auszuwechseln. Abgestützt erhöht sich die Traglast bei voll ausgefahrenem Ausleger auf 10 Tonnen. Kraftstoff
der Lastenesel in unserem Verband. Er ist, wie sein größerer Bruder, der 10-Tonner, allradangetrieben und hat einen 8-Zylinder-Dieselmotor. Dieser entwickelt eine Leistung von 256 PS und kann damit den 5-Tonner auch durch unwegsames Gelände treiben. Seine Bewaffnung besteht neben den Handwaffen der Besatzung ebenfalls aus einem Fliegerabwehrmaschinengewehr, mit dem er gegen Bedrohungen aus der Luft verteidigt werden kann.